Herzlich willkommen, liebe Freunde der Vision der Brücke des Glaubens. Wir werden heute Abend 2 Stunden Zeit haben, die Brücke des Glaubens lebendig werden zu lassen. Wir haben ein gemeinsames Ziel und wie in der Ankündigung gesagt ist, treffen sich hier dem Motto nach verschiedene Glauben, vereint im Handeln für unsere Erde und jetzt. Wir werden zusammen meditieren, beten, singen und uns austauschen. Und heute Abend werden Yvonne und ich euch durch das Programm führen. Und ich kann nur sagen, dass wir sind nun in den Nach-Corona-Zeiten und die letzten Wochen hat sich ein kleines Team von 8 bis 10 wirklich großartigen Menschen, ich durfte sie etwas kennenlernen, haben sich zusammengesetzt, ein Programm zusammengestellt, das wir heute moderieren. Und eigentlich sollte diese Brücke des Glaubens live sein am 6. Mai. Doch durch Corona-Zeiten findet das nun online statt, was eine kleine Herausforderung war für das Team. Doch es ist ein wunderbares Format geworden und wir möchten euch einladen, euch wirklich darauf einzulassen. Wir möchten es so machen, dass ihr wirklich eure Herzen öffnen könnt und jeden Beitrag nachklingen lassen könnt. Ihr seid auf dem YouTube-Livestream mit dabei. Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr auch Nachrichten schicken. Wir als Moderatoren möchten so gut wie möglich darauf eingehen und möchten darauf hinweisen, dass Extinction Rebellion und die For Future Bewegung, dass Teilnehmer davon das ins Leben gerufen haben. Und klassischerweise sind es ja Brückenbesetzungen, die meistens eine Aktion sind, die live, bunt und laut sind, mit sehr eindrucksvollen Fotos. Wir werden heute vielleicht ein bisschen etwas anderes darstellen können, aber möchten euch dazu einladen, weil diese Veranstaltung ist Teil des digitalen Klimafestivals und dezentralen Rebellion Wave und eine Chance, uns zu begegnen. Ich möchte kurz uns vorstellen. Mein Name ist Marc Alexander Schneider. Ich bin Buddhist und Lehrer an Berliner Schulen, Teil der Teachers for Future Bewegung und auch bei dem Forum der Religionen hier in Berlin dabei. Und möchte gerne noch Yvonne das Wort geben. Und auch, ich habe gehört, du warst heute schon aktiv und hast eine Mahnwache gemacht. Ich würde das gerne verbinden. Ja, danke Marc, das würde ich gerne aufnehmen. Erstmal schönen guten Abend uns allen in die Runde. Vielen Dank für deine Begrüßungsworte. Die sind ja eine gute Einführung und auch ein guter Übergang zu dem, wie ich mich jetzt vorstellen kann. Ich bin Yvonne aus Berlin und engagiere mich seit 2 Jahren in der Klimagerechtigkeitsbewegung und freue mich auf diesen Abend. Und mein Tag startete heute tatsächlich mit dem festen Team der Ausrichterinnen und Ausrichter, Koordinatoren, Organisatoren, einigen anderen wunderbaren Menschen mit einer Mahnwache, die tatsächlich auf der Friedrichsbrücke in Berlin-Mitte stattgefunden hat, bei schönstem Sonnenwetter, wie wir ja immer noch haben. Und wir waren 13 Leute. Das Ganze war untermalt von Musik, die wir später auch noch hören werden in unserer Veranstaltung. Und ich kann euch nur alle ermuntern, es geht wieder los. Wir können uns wieder treffen. Wir dürfen uns wieder zusammenschließen. Und in diesem Sinne, so wie wir diesen Moment heute, den Tag begonnen haben, heute Morgen um 11 bis 13 Uhr, so würde ich gerne diesen Abend dann auch ausklingen lassen. Das würde sich damit ein wunderbarer Kreis schließen für die virtuelle Brücke des Glaubens, die ja sogar live stattgefunden hat, heute Morgen schon. Zu mir gibt es eigentlich weiter nichts Großes zu sagen, außer dass ich für eine große NGO arbeite und mich eben für die Parents for Future und Christians for Future seit 1,5 Jahren für Berlin und deutschlandweit einsetze. Und dort fast täglich eigentlich im Handeln merke, dass das genau meine Bewegungen sind, in denen ich mich engagiere. Ja, jetzt möchte ich eigentlich den Beitrag von heute Morgen, ein kurzes Video. Wir wissen noch nicht so ganz, wie es geworden ist, aber wir wollen mal uns einen Eindruck von dem vermitteln lassen, was wir da erlebt haben. Bitteschön. Jetzt ist der 12.06.2020. Es ist nach 12 Uhr, schon einiges nach 12 Uhr.
und wir befinden uns in einer wunderschönen Umgebung auf der Friedrichsbrücke in Berlin-Mitte. Da ist der Dom. Auf der anderen Seite ist die Synagoge zu sehen. Rechts von uns ist das Theologische Institut. Und wir stehen hier, Menschen verschiedenen Glaubens und ohne Glauben, ganz junge Menschen, Menschen, die schon ein paar Jahre Lebenserfahrung haben. Wir haben alle möglichen Menschen von allen möglichen Orten. Aber das Wichtigste ist, wir haben Menschen hier und uns verbindet so viel. Es ist eigentlich völlig egal, welcher Religion wir sind, wie wir aussehen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam große Probleme haben, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Und wir stehen auch auf einer Brücke. Zu allen Zeiten haben die Menschen Brücken errichtet. Und wir sind gemeinsam auf der Brücke. Wir sind nicht der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite, sondern wir sind gemeinsam auf dieser Brücke und wollen gemeinsam was bewegen. In diesem Sinn wünsche ich uns einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Veranstaltung heute Abend. Für Bayern! Mit dabei, Yvonne, heute. Ja, Marc, das stimmt. Ich wollte jetzt erstmal einen Moment sacken lassen, weil das so abrupt abbrach. Aber ja, das war unser Start in den heutigen Tag und damit auch in unseren gemeinsamen Abend. Und es hat wirklich Spaß gemacht, den Menschen zu begegnen. Und wie Marion das schon richtig gesagt hat, es geht halt um nichts anderes als die Klimakrise und die gemeinsame Bewältigung derer. Den Erhalt unserer Erde und einfach auch den Respekt gegenüber unserer Erde, weil wir das wie selbstverständlich eigentlich wie atmen, alle unser Leben lang nutzen und mit der virtuellen Brücke des Glaubens, glaube ich, möchten wir eigentlich auch ein Zeichen setzen und etwas zurückgeben und uns miteinander stark in Erinnerung rufen, dass es nicht mehr viel Zeit gibt, die wir gemeinsam nutzen sollten und eben im Glauben vereint, in welcher Tradition, Glaubensgemeinschaft oder spirituellen Richtung auch immer, allen grundgelegt ist eben die Verbindung zur Erde. Und darum geht's mir und uns heute Abend. Und ich glaube, es ist eine ganz schöne Überleitung zu unserer nächsten Ansprache eines jungen Mannes. Er heißt Martin, arbeitet als Jugendreferent für die katholische Kirche und ist Laudato Si-Animator, habe ich mir sagen lassen, beim Global Climate Movement. Martin wird uns heute den Sonnengesang vortragen und vor allem auch seine Gedanken dazu. Martin, wenn du soweit bist. Yvonne. Ja, Entschuldigung. Eine kurze Frage. Ja. Wir haben ja einige Menschen jetzt auf dem Livestream auch mit dabei. Mhm. Und du hattest gerade so den Impuls gehabt zu sagen, oh, wie wäre es, wenn wir nochmal gerade ruhig sind? Und ich würde es gerne aufgreifen. Bitte sehr. Dass wir alle einfach nochmal einen Moment einfach gerade uns Zeit nehmen und sagen, was macht das gerade mit mir? Was berührt mich da gerade? Du hast einige sehr wesentliche Worte gebracht. Und dieses Bewusstsein, dass wir davon reden, dass wir wirklich von Extinction Rebellion sprechen. Dass wir davon reden, dass wir ganz wenig Zeit nur noch haben und dass es eine dramatische Situation ist. Und ich habe dann die Tafel gelesen bei der Demonstration, eben gerade auf dem Video, The Future of All,
depends on our mindful steps. Und vielleicht kann jeder jetzt die Chance mal gerade nutzen für einen Moment, nochmal in sich reinhorchen. Was tue ich gerade? Wie geht es mir gerade? Wie wichtig ist mir das, dass ich mir gerade jetzt die Zeit nehme, hier uns zu verbinden, uns zu bekennen? Und dann mag ein Gefühl kommen oder ein Bild oder ein Wort, was meine persönliche Botschaft sein kann für diese Begegnung hier, die wir haben. Danke. Yvonne, danke, dass du mir nochmal die Möglichkeit gegeben hast, darauf einzugehen, weil ich fand das sehr rührend, dass wir einfach daran denken, was heute passiert. Wir widmen uns 2 Stunden unserer Herzensangelegenheit. Ja, das ist absolut richtig. Da kann ich dir nur zustimmen. Und ich danke dir, dass du das nochmal so ein bisschen ausgedehnt hast, damit wir da nochmal hinfinden. Und an diesem Punkt hatte ich jetzt Martin bereits vorgestellt. Ich hoffe, dass das in Ordnung war, so Martin, dass wir da nochmal einen kleinen Moment der Ruhe hatten. Und wenn du soweit bist, darf ich dir für den Sonnengesang und deine Ansprache dazu das Wort geben, bitte. Viel Spaß uns allen. Willkommen, 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 willkommen. Ich begrüße alles, was jetzt zu mir kommt, denn ich weiß, dass es meiner Heilung dient. Ich begrüße alle Gedanken, Gefühle, Emotionen, alle Plätze und Erscheinungen der Natur, alle Lebewesen, Pflanzen und Tiere, alle Menschen, Situationen und Ereignisse. Ich lasse meinen Wunsch nach Sicherheit los. Ich lasse meinen Wunsch nach Bestätigung los. Ich lasse meinen Wunsch nach Kontrolle los. Ich öffne mich für die Liebe und Gegenwart Gottes und seine heilende Wirkung und Gnade in allen. Dieses Willkommensgebet, das von Richard Rohr überliefert wurde, spricht für mich ganz viel an, was christliche Ökologie und christliche Ökospiritualität angeht. Da kommt die Liebe drin vor und es kommt das liebevolle Willkommen heißen von allem vor, was um uns herum ist. Und ihr seht hinter mir die Landschaft von Assisi, wo der Urtext der christlichen Ökospiritualität geschrieben wurde, der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi, den ich euch jetzt vortragen möchte. Und ich lade euch ein, danach kurz in eine Stille zu gehen und den Text nachwirken zu lassen. Sonnengesang. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz, von dir, Höchster, ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, der Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest, und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deine Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. Lobt und preist meinen Herrn und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut. Der aktuelle Papst, Papst Franziskus, hat sich nach eben jenem Franz von Assisi benannt. Er hat bewusst diesen Menschen gewählt, der sich für die Armen eingesetzt hat, der sich für die Ökologie eingesetzt hat. Und die erste und bisher einzige Enzyklika vom Papst trug eben auch diesen Namen, Laudato Si. Und der Untertitel der Enzyklika lautete über die Sorge für das gemeinsame Haus. Es stehen einige Punkte drin, die mich sehr angesprochen haben und ich kann nur jedem empfehlen, sie zu lesen. Auch für Nichtchristen, das Schreiben ist wirklich an alle Menschen gerichtet. Und vor 5 Jahren wurde eben diese Enzyklika veröffentlicht. Anlässlich des 5-jährigen Jubiläums fand vor 3 Wochen jetzt die Laudato Si-Woche statt mit ganz vielen Aktionen und der Papst hat ein Laudato Si-Jahr ausgerufen, dass dieses ganze Jahr bis nächsten Mai das Thema Ökologie, Ökospiritualität in den Mittelpunkt des Denkens der katholischen Kirche stellen soll. Und aus der Enzyklika möchte ich euch ein Gebet vorlesen, ein christliches Gebet mit der Schöpfung, das der Papst in Anlehnung an den Sonnengesang geschrieben hat. Wir preisen dich, Vater, mit allen Geschöpfen, die aus deiner machtvollen Hand hervorgegangen sind. Dein sind sie und erfüllt von deiner Gegenwart und Zärtlichkeit. Gelobt seist du. Sohn Gottes, Jesus, durch dich wurde alles erschaffen. In Marias Mutterschoß nahmst du menschliche Gestalt an. Du wurdest Teil dieser Erde und sahst diese Welt mit menschlichen Augen. Jetzt lebst du in jedem Geschöpf mit deiner Herrlichkeit als Auferstandener. Gelobt seist du. Heiliger Geist, mit deinem Licht wendest du diese Welt der Liebe des Vaters zu und begleitest die Wehklage der Schöpfung. Du lebst auch in unseren Herzen, um uns zum Guten anzutreiben. Gelobt seist du. O Gott, dreifaltiger Einer, du kostbare Gemeinschaft unendlicher Liebe, lehre uns, dich zu betrachten in der Schönheit des Universums, wo uns alles von dir spricht. Erwecke unseren Lobpreis und unseren Dank für jedes Wesen, das du erschaffen hast. Schenke uns die Gnade, uns innig vereint zu fühlen mit allem, was ist. Gott der Liebe, zeig uns unseren Platz in dieser Welt als Werkzeuge deiner Liebe zu allen Wesen dieser Erde. Denn keines von ihnen wird von dir vergessen. Erleuchte, die Macht und Reichtum besitzen, damit sie sich hüten vor der Sünde der Gleichgültigkeit, das Gemeinwohl lieben, die Schwachen fördern und für diese Welt sorgen, die wir bewohnen. Die Armen und die Erde flehen. Herr, ergreife uns mit deiner Macht und deinem Licht, um alles zu schützen, um eine bessere Zukunft vorzubereiten, damit dein Reich komme, das Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe und der Schönheit. Gelobt seist du. Amen.
Papst Franziskus lädt uns eindringlich ein, zu handeln, diese Welt, diese Schöpfung zu bewahren und gemeinsam einen Weg in eine Zukunft zu gehen, in der jedes Lebewesen weiter existieren kann und sein gottgegebenes Recht zu leben weiter durchführen kann. Und ja, es ist manchmal hart und es ist manchmal schwierig. Und auf diesem Weg möchte ich euch mit einem franziskanischen Segen verabschieden, der mich sehr angesprochen hat. Möge Gott dich mit Unbehagen segnen, bei einfachen Antworten, Halbwahrheiten und oberflächlichen Beziehungen, damit du tief in deinem Herzen lebendig wirst. Möge Gott dich mit Zorn segnen über Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen, damit du dich für Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden einsetzen kannst. Möge Gott dich mit Tränen segnen, sie zu vergießen für diejenigen, die Schmerz, Ablehnung, Hunger und Krieg erleiden, damit du deine Hand ausstrecken und trösten kannst, um Schmerz in Freude zu verwandeln. Und möge Gott dich mit genug Torheit segnen, zu glauben, dass du einen Unterschied in der Welt machen kannst, damit du tun kannst, was andere für unmöglich halten, um Gerechtigkeit und Güte für alle unsere Kinder und die Armen zu bringen. Dieser Segen sei allezeit mit euch und umgebe euch. Christus, unser Herr und Bruder, sei allezeit in euren Herzen und gebe euch die Kraft, zu tun, was nötig ist, um unsere Schöpfung zu bewahren. Amen. Und dann lasst uns das, was Martin, der als Jugendreferent für die katholische Kirche arbeitet und Laudato Si Animator ist, diese Worte noch nachklingen lassen. Und er fing eben an zu sagen, lasst alles Wünschen los und öffnet euch ganz dem Hier und Jetzt. Und bei seiner Anrufung, wo er die Elemente und Mutter Erde anrief, hat er uns viel Inspiration gegeben. Lasst kurz schauen, was das macht. Einen herzlichen Dank an Martin. Yvonne, möchtest du So, jetzt könnt ihr mich alle hören. Ja, ich brauche immer nach einem, als Christin, das darf ich ja in dem Fall mal sagen, brauche ich immer etwas länger nach einem Gebet und einem Segen, weil ich mich immer sehr berührt fühle dadurch und bestärkt in allem natürlich und trotzdem auch für einen gewissen Moment innehalte, weil ich natürlich die starken Worte, über die Martin auch gesprochen hat, nicht vergessen kann, die uns ja tagtäglich im Leben, seitdem wir alle auf dieser Erde sind, begleiten. Also es sind diese vier Worte gewesen, Gerechtigkeit, Frieden, Liebe und Schönheit. Das sind die vier stärksten emotionalen Ausbrüche, die Menschen wahrscheinlich in irgendeiner Form, seitdem sie da sind auf dieser Erde, mit denen sie immer wieder konfrontiert werden und das ein oder andere, obwohl es so starke Worte sind, bis heute eigentlich überhaupt noch nicht verstanden haben, dass es bei all diesen großen Worten immer darum geht, dass sie nur in einer Beziehung bestehen zu allem, dass sie nicht alleine für sich sein können. Und deshalb brauchte ich einen Moment länger und wollte euch also einfach an diesen Gedanken teilhaben lassen. Die sind immer, die finde ich immer ganz bedeutsam für mich und ich möchte die dann immer gerne teilen. Und warum ich das jetzt auch so erwähnt habe, betrifft den nächsten Beitrag. Der ist eigentlich ein guter Übergang von dem, was Martin jetzt erzählt hat und uns vorgetragen hat. Es geht um den Rabbiner Bruckner aus
Köln. Er ist dort Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Köln und wird in seinem Beitrag jetzt, in seinem Video über das Verhältnis zwischen Mensch und Erde, aber aus jüdischer Perspektive sprechen. Und ich glaube, da können wir einfach noch einmal spüren, wie stark alle Gemeinschaften miteinander verbunden sind über die Erde. Sehr geehrte Damen und Herren, schon am Anfang der Schöpfungsgeschichte sagt uns Gott in der Heiligen Schrift, auf Hebräisch in der Ursprache der Bibel, Leovda uleshomra, was auf Deutsch so viel heißt wie sie zu bearbeiten und sie zu behüten. Das wichtigste Wort bei diesem Satz ist das Und. Wir dürfen die Erde bearbeiten. Wir dürfen die Schätze, die Bodenschätze und alle Schätze, die es in dieser Erde gibt, ausnutzen. Aber und sie behüten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass wir durch die Ausnutzung der Erde auch schaden können. Und genau das sollen wir gerade nicht tun. Es ist für einen religiös jüdisch lebenden Menschen eine Selbstverständlichkeit, dass bevor er etwas genießt, er einen Segensspruch spricht. Der Segensspruch beinhaltet die Worte: Du Gott bist die Quelle des Segens, du bist unser Gott und der König der Welt. Und dann heißt es am Ende, je nachdem was man isst, Bore Peri Haetz oder Bore Peri Haadama, der schöpft die Frucht des Baumes oder der schöpft die Frucht des Bodens. Interessant, dass das durch unsere Weisen in der Gegenwartsform formuliert ist. Doch die tiefe Absicht ist, uns zu sagen, wenn du der Welt gegenüber, der Natur gegenüber eine Haltung einnimmst, der Wahrung, der Behütung, dann wirst du Partner Gottes, des Schöpfers, der auch jetzt in der Gegenwart weiter die Welt schöpft. So rate ich denn uns allen an, in diesem Sinne die Welt zu behüten und Partner sein, nicht weniger und nicht mehr, Partner Gottes in der Schöpfung der Welt. Letzter Satz, da hat er es wieder gesagt. Schöpfung der Welt. Marc, was sind denn deine Gedanken zu dem, was du gerade gehört hast? Oder brauchst du noch ein bisschen mehr Zeit? Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir jeden, der jetzt gerade mit dabei ist, die Chance nimmt, wenn ich gefragt werde. Das ist eine Einladung, dass jeder von uns gefragt wird. Wir beide sind die Stellvertreter eigentlich von all denen, die jetzt gerade da teilnehmen. Und somit ist es auch eine Einladung, wenn ich gefragt werde, zu sagen, ja, was hat mich angesprochen? Ich bin dabei geblieben und habe mich gefragt, welches Wort ist das Wichtigste? Ich kam so bei mir, das Kind kam bei mir raus. Finde ich das Ergebnis? Bin ich richtig? Ich lag daneben. Mir bedeutet das Behüten. Das Sorgen, das Mitfühlen ist für mich die Essenz von all dem, was ich erlebt habe. Und ja, das Und hat so eine große Bedeutung, dass ich auch annehmen darf. Und dass ich das auch von ganzem Herzen annehmen darf, die ganze Liebe, die da ist. Und gleichzeitig mein Mitgefühl so trainiere, dass ich immer im Gleichgewicht bin und Demut habe.
Wie einer meiner Lehrer gesagt hat, ich bin Gast. Ich bin eine Art Hotelgast auf diesem Planet. Und ich verlasse mein Zimmer besser, als ich es vorgefunden habe. Danke, Marc. Ich glaube, es ist ganz schön, wenn wir jetzt einfach die Musik sprechen lassen. Hey, Faith Bridge, thank you for all your love and work. My religion, I try to make life my religion, and music is a nice part of life. One love. Ja, der erste Teil unserer virtuellen Brücke ist tatsächlich jetzt schon so ein bisschen, hat uns jetzt schon so ein bisschen erfüllt. Hoffe ich. Also mich auf jeden Fall. Ich fühle mich ganz eingebettet in unserer Gemeinschaft und freue mich auf alle weiteren Momente mit euch. Ja. Danke. Und auch noch mal kurz zu ergänzen, wir hatten jetzt gerade Luis von den Extinction Rebellion Aktivist, der allen keine Religion darstellt. Er ist religionsfrei. In dem ersten Teil haben wir kurze Eindrücke gehabt, Impulse, christliche, buddhistische, jüdische. Und wir kommen jetzt zu einer neuen Phase von unserem Treffen, weil wir haben die Möglichkeit, nun einen Beitrag eines Sufi-Meisters vom Bodensee zu bekommen. Und Feride, die ich persönlich aus dem Forum der Religion in Berlin kenne und schätze, hat ihm Fragen gestellt. Und ich möchte Feride gerne einladen, vielleicht einladend, einstimmend kurz zu sagen, was müssen wir uns vorstellen, wenn ein Sufi-Meister etwas sagt? Was heißt das eigentlich für dich vielleicht? Und was ist eure Tradition zum Thema Klima?
Assalamu alaikum, lieber Marc und liebe alle. Vielen Dank für diese liebevollen Worte und diese liebe Einführung. Ich schätze dich auch sehr. Die Worte des Scheichs sind für uns stellvertretend für die Worte des Propheten, denn er lebt und spricht in der Tradition des Propheten und unserer Religion des Islam. Und Sufismus ist die Art, den Islam in Einheit mit der gesamten Schöpfung und in der Gemeinschaft zu leben. Wenn wir mit unserem Nächsten zwischenmenschlich zu tun haben, wenn wir mit der Tierwelt zu tun haben, wenn wir mit der Umwelt beim Kochen, immer versuchen wir, Gott darin zu erkennen, Allah, unseren Schöpfer, seine Schöpfungskraft darin zu erkennen. Denn ohne Zweifel, der Scheich wird es in seinem Beitrag jetzt sagen, alles in der Schöpfung ist ein Kunstwerk seines Schöpfers und gibt Preis, wie sein Schöpfer ist. So betrachtet der Sufi, der praktizierende Muslim, alles mit ganz viel Aufmerksamkeit, horcht den Worten des Scheichs, die ihn daran erinnern, überall eben Gottes Kunst und Wirken zu erkennen, sodass wir unserem Schöpfer mit jedem Atemzug, jedem Bild, jeder Begegnung, sei es die Begegnung mit der Natur, die Begegnung mit einem anderen Menschen, Gott näher zu kommen. Das ist Sufismus. Ja, danke dir für die einführenden Worte. Und du hast das Interview geführt und hast es als Video mitgebracht. Wäre das ein guter Moment, diese Botschaft zu teilen? Natürlich, sehr gerne. Sie vertreten in Europa und in der Welt, wo überall Sie hingehen, den Islam und den Sufi-Orden der ehrenwerten Naqshbandiya, stellvertretend für das Oberhaupt Ihres Ordens, Mevlana Sheikh Mehmed Adil al-Dabbani. Würden Sie heute für die Veranstaltung Glauben in der Klimakrise von der Arbeitsgruppe Brücke des Glaubens, die von Aktivistinnen der Extinction Rebellion und den Angehörigen von For Future-Bewegungen gegründet wurde, zu folgenden Fragen Stellung zu beziehen. Gibt es Aussagen im Heiligen Koran über Klimagerechtigkeit, Klimaschutz und Umweltbewusstsein? Würden Sie also sagen, dass muslimische Gläubige sich aktiv für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit und ihre Umwelt einsetzen sollten? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Es sind wichtige und schöne Fragen. Und wir bedanken uns für diese Fragen, weil die Antworten sind wichtig. Wir Menschen müssen etwas daraus machen, versuchen etwas daraus zu machen. Allah, der Herr, hat die Welten erschaffen und diese Erde erschaffen und hat uns in diese Welt hineingeschickt hier, damit wir lernen, wie man ein richtiger Mensch wird. Ein richtiger Mensch zu werden bedeutet hier, dass man weiß, wie man mit sich selbst, mit seinem Schöpfer und mit der Natur umzugehen hat. Das heilige Buch der Koran ist eine Anleitung fürs Leben. Es gibt im Koran auf alles eine Antwort. Von der Wiege bis zum Grab, von Grabe bis Wiederauferstehung und jüngster Gericht hier. Du findest da alle Antworten auf alle Fragen. Und der Herr sagt hier, schaut euch die Erde an, schaut euch die Himmel an, schaut euch meine Geschöpfe an und macht euch Gedanken. Sayyidina Muhammad kam vor 1500 Jahren als allererster Umweltaktivist und sagte zu uns hier, oh ihr Menschen, oh ihr Gläubigen, ein Muslim hat zu sein, barmherziger mit der Natur, ein barmherziger mit seinen Nächsten zu sein. Wenn er einen Dorn oder einen Stein auf der Straße liegen sieht, dann soll er das hier wegräumen, damit andere Menschen oder alte Menschen sich nicht daran verletzen. So eine Barmherzigkeit und Freundlichkeit Menschen gegenüber und Umwelt gegenüber. Und er sagte hier, und wenn die Apokalypse kommt,
wenn es der Tag der Apokalypse ist, so pflanze einen Baum ein, gib die Hoffnung nicht auf und schenke der Natur Leben. Pflanze einen Baum ein, sagt er, wenn das nicht naturfreundlich ist. Und er sagte, und wenn du dich waschen tust hier für dein Gottesgebet an einem Fluss, verschwende das Wasser des Flusses nicht, denn Verschwendung ist haram, Verschwendung ist verboten. Du sollst mit der Natur freundlich umgehen und barmherzig umgehen, denn alles hat ein Wesen und alles hat eine Seele. Und wenn wir lernen hier nicht so gut wie möglich, sondern so viel wie nötig aus der Natur zu nehmen, dann können Milliarden von Menschen in dieser Welt weiter existieren und davon profitieren, weil wir können dann unseren Kindern auch hier eine fruchtbare und freundliche Umwelt hinterlassen. Also nicht nur an uns selbst denken, weil wir sind nicht auf ewig in dieser Welt, sondern nur für einige Tage, 3 Tage sind wir in dieser Welt. Und das nicht, um alles zu nehmen, was wir können von dieser Welt. Nein, dass wir lernen, wie wir uns unserem Herrn zu nähern haben. Und wir können uns unserem Herrn Schöpfer nähern, indem wir barmherzig und freundlich mit unseren Nächsten umgehen. Und unser Nächster ist der Mensch, der andere Mensch und auch die Natur gehört zu unserem Leben, unserem wichtigsten Lebensbestandteil, die Natur. Und wenn du einen Baum fällen musst, um dir ein Haus zu bauen oder um dich zu heizen, dann unter diese eine Bedingung pflanze einen anderen Baum ein, damit nichts in der Natur fehlt, dass du nichts der Natur weggenommen hast und dem Gleichgewicht hier der Natur zerstört hast. Du musst den, wenn du einen Baum genommen hast, dann schenke einen Baum dieser Natur, damit alles im Gleichgewicht bleibt und fruchtbar ist. Fruchtbar für uns, fruchtbar für unsere Generation nach uns. Wie kann Glauben uns in der Klimakrise helfen? Was würden Sie der Arbeitsgruppe Brücke des Glaubens mit auf den Weg geben? Unsere Empfehlung hier für diese Arbeitsgruppe ist, sagt allen, die ihr erreichen könnt, oh ihr Menschen, nehmt nicht so gut wie möglich aus der Natur, sondern so viel wie nötig, damit wir umweltfreundlich sind. Und ein Muslim zu sein bedeutet, 24 Stunden ein Umweltaktivist zu sein. Er hat alles um ihn herum reinzuhalten. Und das fängt schon an mit der spirituellen Waschung, mit der Meditation. Wir haben Pflichten und die größte Pflicht ist, dass wir unser Herzen reinigen, unsere Gedanken reinigen und dann, dass wir unseren Körper reinhalten. 5-mal am Tag waschen wir uns Muslime vor dem Gottesgebet. 5-mal am Tag müssen wir uns waschen, damit unser Körper hier nicht stinkt, damit wir unserem Körper gegenüber umweltfreundlich sind. Dann unsere Kleider müssen sauber sein. Unsere Kleider müssen sauber sein, rein sein, unser Körper muss rein sein, unsere Gedanken, unser Herz muss rein sein. Und dann unsere Natur, die Natur in dieser Welt muss rein sein. Halbe Glaube im Islam ist Reinheit. Reinheit in der Natur, Reinheit im Wesen, Reinheit in Gedanken. Und wenn das nicht umweltfreundlich ist, der Muslim ist der Umweltaktivist und ein Muslim muss der Umweltaktivist sein. Und ein Muslim ist der, der seinem Schöpfer ergeben ist. Und das ist der Christ, das ist der Jude, das ist der gläubige Mensch, der barmherzig und freundlich mit der Natur und mit den anderen Menschen umgehen kann. Das ist ein Muslim. Sonst ist niemand ein Muslim. Wenn jemand barmherzig und freundlich ist mit den anderen Menschen und mit seiner Natur, mit dieser Welt, mit der botanischen Welt, mineralischen Welt, tierischen Welt, dann ist er ein Muslim, nicht anders. Mögen wir gesegnet sein und unserem Herrn nah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Lass uns einen Moment Zeit geben, das nochmal nachklingen zu lassen. Ich freue mich gerade. Feli, das würde mich interessieren, jetzt, wo du die Worte mal gehört hast, selbst nochmal, du hast das Interview geführt. Was hat dich angesprochen gerade? Natürlich für uns als Gemeinschaft, jetzt vor allem auch während der Corona-Zeit in unserem Zentrum in Sufiland, wo wir als Kommune zusammenleben, mit einem Ziegenstall, also mit vielen Ziegen und Hühnern und Katzen und Bienen, haben wir immer diese verantwortungsbewusste Beziehung zur Natur. Wir leben das. Wir haben es aber nie so ausgesprochen. Und es ist immer schön, wenn man bei Projekten mitwirkt, wo Fragen kommen, wo neue Perspektiven auf den Glauben eröffnet werden, dass wir selbst auch mal hören können, warum wir so leben. Damit uns das auch bewusst wird, damit wir auch darüber reflektieren. Und ganz besonders beeindruckt hat mich natürlich, haben mich die letzten Worte, dass alle Menschen, Muslime, das heißt Ergebene in Gottes Willen sind, und das zeigt sich in ihrer Beziehung zur Schöpfung. Die Ergebenheit in den göttlichen Willen zeigt sich in einer guten, sorgsamen Beziehung zur Schöpfung. Und zur Schöpfung gehört der Mensch genauso wie die Natur, wie die Tierwelt und wie auch die botanische Welt. Und das war für mich auch wieder ein ganz neues Bild. Ich habe den Eindruck, es lohnt sich später, dieses Video wird ja verfügbar sein auf YouTube, sich das nochmal anzuschauen. Weil da war so viel drin, wie ich das mitbekommen habe. Als Buddhist kann ich selbst sagen, ich weiß, der Dalai Lama sagt, my religion is kindness. Und es war schon sehr rührend zu hören auch, dass die Aufgabe eines Muslims ist, sein Herz und seine Gedanken reinzuhalten. Und wenn ich etwas nehme, dass ich es auch zurückgebe, wenn ich einen Baum fälle, dass ich einen Baum auch gebe, diese Verantwortung. Und wie du auch gerade sagtest, ein Moslem muss ein Umweltaktivist sein. Richtig. Diese Verbundenheit, diese Direktheit. Vielen Dank, dass du es geschafft hast, diese klaren und direkten Worte zu bekommen. Weil die sind anschlussfähig für jeden von uns. Weil wir haben eine Referenz jetzt, wo wir mit jedem Moslem wissen, wir sind verbunden. Das sind wir. Wir leben auf demselben Planeten, in derselben Schöpfung und es kann nicht sein, dass wir nicht miteinander verbunden sind. Und das ist einfach auch nochmal zurückzukommen, die Brücke des Glaubens, das Motto, was wir ja haben, warum wir zusammenkommen, ist verschiedene Glauben, vereintes Handeln für unsere Erde jetzt. Und das ist für mich auch ein Übergang, dahin zu gehen jetzt und zu fragen, wie ist die buddhistische Sicht dazu? Und wir haben Bernd Bender gewinnen können. Er ist buddhistischer Zen-Priester und möchte mit uns eine Ansprachmeditation machen. Ich möchte Ferit nochmal herzlich danken und möchte überleiten, dass Bernd mit uns seine Sicht teilt. Hallo. Ich bin Bernd Bender, Zen-Praktizierender und spiritueller Leiter von der Katzensendung in Berlin. Und ich bin Bernd, ein Mensch, der sich um das Wohlergehen unseres Planeten sorgt. Manchmal, wenn ich mich allzu sehr sorge, tauchen Stress und Ängste auf. Und dies behindert mich dann in meinen Aktivitäten um das Wohlergehen dieser Erde. Es gibt ein inneres Klima und ein äußeres Klima. Und wenn Stress und Ängste zu sehr in meinem Leben auftauchen, dann kümmere ich mich um mein inneres Klima. Meditation hilft dabei.
uns einfach nur spüren und uns verankern in diesem Moment der Erfahrung, so wie er gerade ist. Letztendlich verankern wir uns dadurch aber auch wieder mit der großen Erde, um die wir uns alle sorgen. Diese tiefe Verbundenheit, die wir dann mit der Erde spüren, ist eine wichtige Ressource, die uns hilft in unseren Aktivitäten und Handlungen. Und so möchte ich dich jetzt einfach einladen, 5 Minuten mit mir zu meditieren. Falls du das noch nie gemacht hast, kein Problem. Ich führe uns hindurch. Egal, wo du gerade bist, ob du sitzt, stehst oder liegst, mache es dir bequem. Finde eine Meditationshaltung, die für dich stimmig ist, aufrecht und offen in Körper und Geist. Und dann richte deine Aufmerksamkeit einfach nach innen, in deine direkte Erfahrung hinein. Spüre deinen Körper, so wie er sich gerade anfühlt. Einfach nur spüre, sonst nichts. Falls du stehst, spüre den Kontakt zwischen deinen Fußsohlen und dem Boden, letztendlich der Erde. Falls du sitzt, genauso. Verbinde dich, spüre den Kontakt mit der Erde. Deinen lebendigen Körper zu spüren, heißt auch zu spüren, dass du atmest. Spüre einfach mal das ganz natürliche Fließen von Einatmen und Ausatmen. Erlaube dir, einfach da zu sein. Werde einfach nur Körper spüren, Atem spüren. Natürlich, wir sind sehr komplex und haben diesen schnellen, kreativen Geist, unser Denken. Und jetzt kann es natürlich sein, dass die Gedanken irgendwo hinziehen, meist in die Vergangenheit oder in die Zukunft, die uns sorgt. Das ist ganz normal, aber bemerke es einfach und halte inne, lade dich sozusagen ein, zurückzukehren zu diesem direkten Spüren von Körper und Atem. Und verankere dich so in dir und in der großen Erde.
Geh ganz tief nach innen. Spüre sozusagen von innen heraus. Ruhe, so gut du kannst, in deinem Körper und in deinem Atem. Und falls deine Gedanken dich forttragen, kein Problem, aber bitte bemerke es und kehre zurück in die unmittelbare Gegenwart deines Lebens jetzt. Vielen Dank fürs gemeinsame Meditieren. Falls dich das angesprochen hat, auf der Webseite von Akazin Sendo gibt es solche kurzen, angeleiteten Meditationen. Außerdem gibt es jeden Tag online Live-Meditationen. Vielleicht magst du ja mal vorbeischauen. Es würde mich freuen. Jörn, was macht das mit dir? Das ist eine ganz wunderbare Frage. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich diesen Frieden in mir spüre. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich für mich habe diese Ruhe komplett gefunden bei mir. Und das ist eine ganz friedliche, also wie wirklich diese, der Begriff Frieden ist, glaube ich, das ausfüllendste Wort für den Zustand gerade, wie es mir geht. Ja. Wie ist es denn bei dir, Marc? Danke dir für die Inspiration. Also wir haben hier, was der Bernd gerade geteilt hat, er hat das Geschenk genannt. Die buddhistische Tradition hat eine sehr starke Meditationstradition. Und wenn er davon spricht, dass er das Geschenk der Meditation teilt mit uns, und davon ausgeht zu sagen, dass wir häufig mit Ängsten, Sorgen und Stress zu tun haben, dass wir erstmal zu Hause, nach Hause kommen, erstmal im Inneren arbeiten. Und er dann auch sagt, dass wir das machen können, in der direkten Erfahrung von Atem und Körper zu spüren, um dann von innen heraus, und das habe ich so verstanden als den Schlüssel, von der inneren Stärke aus der Ruhe zu handeln. Ich selbst nenne das manchmal, die Klimaanlage anzustellen. Ich nehme alle meine negativen Gefühle, all diese Wut, den Hass, die Begierde und transformiere das durch den Atem und bringe die Liebe und Weichheit und Zartheit rein, weil dann bin ich im Vollbesitz meiner Kräfte. Wenn ich in Wut bin, habe ich nur einen kleinen Teil meiner Fähigkeiten verfügbar. Und dass Bernd das mit uns so geteilt hat und sagte, komm zu dir zurück. Und Yvonne, dass du das Wort für dich gefunden hast, zu sagen, das ist Frieden. Ich glaube, da haben wir ein großes Geschenk bekommen, zu sagen, ich habe eine Richtung bekommen. Ich muss nicht draußen viel ändern. Wenn ich das innen drin ändern kann, ich nenne es Klima-Insider. Ich mache einen Inside-Job. Und dann verändere ich meine Umwelt damit. Ja, wunderschön. Das
ist jetzt auch eine gute Möglichkeit. Wir bekommen jetzt ein kleines Geschenk von Jason. Er ist Extinction Rebellion aus Wuppertal und hat für uns ein Video erstellt, eine Musik, die er mit uns teilen möchte. Vielen Dank. Also ich freue mich. Ich bin ganz beschwingt von Jasons Lied. Das Brot, das wir teilen, so lautet ja der eigentliche Titel. Ja, es macht mir immer wieder Freude, wenn er das spielt. Ich fühle mich immer so leicht und ja, beschwingt ist das richtige Wort. Also ich mag das auch, das Lied. Ja, ich gebe euch mal einen Moment, weil ich brauche erstmal wieder so ein bisschen, freue mich.
auch vielleicht inspirierend zu wissen, dass Inspiration hebt die Seele. Und inspirieren kann uns Musik, Bilder, gewisse Worte. Und wir zeigen jetzt heute bei unserer Veranstaltung so viele verschiedene Möglichkeiten, uns einfach zu ermutigen, uns zu beseelen, zu inspirieren. Und mit diesem Mut, den wir dadurch finden, nochmal vielen Dank an Jason. Und mit dieser Inspiration ist es jetzt möglicherweise der passende Moment, auch Anne zu fragen von der Extinction Rebellions und eine Ankündigung mit uns zu teilen über das digitale Klimafestival, was am Wochenende stattfindet und die Rebellion Wave überall in Deutschland vom 15. bis zum 21. Juni. Danke, dass ihr heute an der Brücke des Glaubens teilgenommen habt. Heute beginnt auch das digitale Klimafestival allgemeiner. Es werden über 50 Veranstaltungen stattfinden online, an denen ihr alle teilnehmen könnt. Es wird ganz tolle Workshops und Vorträge geben, zum Beispiel auch von Aktivistinnen aus Nairobi, die den Nairobi National Park retten wollen, von Aktivistinnen aus Indien, die dort schon von den Extremwetterereignissen berichten und super viele andere interessante Workshops. Also nehmt auf jeden Fall am digitalen Festival teil. Und nächste Woche geht's weiter. Wir werden Aktionen in ganz Deutschland auch auf der Straße haben und sehen, und zwar in über 45 Städten. Es geht Montag los in Berlin mit einer 24-Stunden-Kundgebung am BMWI, am Bundeswirtschaftsministerium. In NRW gibt es eine dezentrale zivile ungehorsame Aktion, die so eine Überraschungsaktion ist und die auf jeden Fall sehr aufsehenserregend sein wird. Und es gibt ganz, ganz viele andere spannende Events in der ganzen Woche. Seid also auf jeden Fall dabei, schaut euch unsere Mappe an online, da sind die verschiedenen Städte nochmal aufgeführt und wie ihr teilnehmen könnt. Und wir haben auch die digitale Rebellion ausgerufen. Das heißt, wir wollen unsere Kraft im Internet nutzen fürs Positive und da auch Politik online mitgestalten und uns gleichzeitig gegen klimaschädliche Greenwashing-Werbung und so weiter stellen. Also seid auf jeden Fall dabei und schönen Freitagabend. Ja, also lasst uns dabei sein. Und das ist ein schöner Übergang an die Yvonne. Wir haben jetzt so einen zweiten Teil für uns auf eine gewisse Weise abgeschlossen. Und ganz zu Anfang war es sehr berührend, dass der Martin von Laudato Si sprach. Und dazu hast du eine besondere Verbindung, Yvonne. Ja, meine besondere Verbindung ist eigentlich die, dass ich Laudato Si inhaltlich gar nicht gut kenne, dass ich aber natürlich seit 2015, weil es so berühmt geworden ist und seitdem eben die katholische Kirche durch den Papst die Laudato Si auch versucht umzusetzen und zu leben und zu implementieren in den Alltag, sage ich mal, und in die Leben. Und ich als Christin, die zwar Protestantin ist, aber ich bin Christin und finde es so inspirierend, wie du schon selber gesagt hast. Mich erfüllt es voller Freude und ich kann daraus sehr viel ziehen, auch für mich, weil wir Christinnen und Christen uns eint natürlich, wie alle anderen eben auch auf dieser Erde, dass wir auf keinen Fall aufgeben werden. Wir werden auf keinen Fall aufgeben. Das ist keine Möglichkeit, jetzt einfach aufzuhören. So weit, wie wir gekommen sind in unserem täglichen Handeln, werden wir nicht aufgeben und eben auch hoffentlich die Hoffnung, über die Georg jetzt gleich sprechen wird, nicht aufgeben. Wenn wir in uns diesen kleinen Hoffnungsschimmer, dieses kleine Glimmern, wenn wir das nicht mehr wachrütteln können und in uns selbst entdecken, dann ist, glaube ich, einiges verloren. Und darum freue ich mich, jetzt gleich mit euch zusammen Georgs Ansprache zu hören. Georg ist ein junger Theologe, der momentan in Wien ist, aber ursprünglich aus Innsbruck stammt. Ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen länger, seit letztem Herbst, arbeite sehr gerne mit ihm zusammen. Georg ist ein XR-affiner junger Mann, der
viele Erfahrungen auf theologischem Gebiet hat. Mit ihm zusammen möchte ich auch für den Ökumenischen Kirchentag nächstes Jahr, der im Mai stattfindet, hoffentlich noch ein paar Leute sammeln, MitstreiterInnen, wenn man so möchte. Denn dort wollen wir einen Beitrag aus unserer Sicht für die Handlungsfähigkeit von uns Christinnen und Christen geben. Ja, Georg hat einen Text über Hoffnung formuliert und ich freue mich sehr für uns alle, dass wir diesen Text jetzt hören dürfen. Bitte schön, Georg. Danke. Okay. Mein Ausgangspunkt im Nachdenken über Hoffnung ist eigentlich Apokalypse. Gerade weil ja im Kontext von Klimawandel öfter mal von Apokalypse gesprochen wird, gerade zum Beispiel im Hinblick auf Kommunikation. Also es wird ja zum Beispiel generell geraten, nicht zu apokalyptische Vorträge über den Klimawandel zu halten, weil sonst Leute nicht motiviert sind zu handeln. Wir fühlen uns hilflos gegen Apokalypse und handeln deshalb nicht. Und ich finde, gerade da ist die Perspektive der Religionen und ganz besonders des Christentums spannend, denn Apokalypse ist ja ein sehr altes Thema für uns. Zuerst muss man natürlich feststellen, Klimawandel ist natürlich nicht im christlichen Sinne die Apokalypse und die ist sowieso ein sehr, sehr komplexes Thema, das auch mit viel Fehlreaktionen und mit viel Leid verbunden ist. Und trotzdem können wir, glaube ich, vom Umgang mit Apokalypse einiges für den Umgang mit dem Klimawandel lernen. Und ich möchte heute auf einen nur sehr kleinen Aspekt davon eigentlich eingehen, nämlich die Frage der Hoffnung. Und es gibt da einen Lutherspruch, der ziemlich sicher nicht von Luther stammt und den man ja, wie wir jetzt auch schon gehört haben, ähnlich in muslimischen Quellen findet, der uns aber, glaube ich, in gewisser Weise eine Schule des Umgangs mit Apokalypse verdeutlichen kann. Denn in diesem fiktiven Spruch sagt Luther: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Und ich frage mich, wenn dieser Pseudo-Luther im Angesicht des Untergangs noch Bäume pflanzen kann, sollten wir dann nicht erst recht in der Lage sein, im Angesicht des Klimawandels zu handeln, auch wenn dieser manchmal apokalyptisch wirkt? Ich glaube, es ist eine sehr spannende und gerade für unsere Situation interessante Dynamik. Denn welche Aktivistin ist denn nicht noch schon einmal morgens aufgestanden und hat sich gefragt, ob es sich überhaupt lohnt, ob das eigene Handeln als kleine einzelne Person im Kampf gegen den weltumfassenden und dann noch von der mächtigen fossilen Industrie geförderten Klimawandel auch nur irgendwie relevant ist. Und ich glaube, viele Richtungen des Christentums und natürlich auch andere Religionen und auch atheistische DenkerInnen sagen, ja, der Kern von Christentum und auch vielen anderen Anschauungen ist der Glaube, dass am Ende das Gute mehr Kraft hat als das Böse, dass Wahrheit mehr Kraft hat als Lügen und Leben mehr Kraft hat als Tod und dass die Schwachen zusammen gegen mächtige Gegner gewinnen können, wenn sie sich für eine gerechte Sache einsetzen. Warum das so ist, göttliche Intervention, Grundgesetzlichkeit der Welt oder soziale Phänomene, gibt es, glaube ich, selbst im Christentum teilweise unterschiedliche Ansichten, aber dass es so ist, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Auch die Bibel ist voll davon. Schon im Alten Testament behaupten sich die Juden gegen mächtige Reiche, solange in ihrem Staat Gerechtigkeit herrscht. Der kleine David besiegt den mächtigen Goliath, weil Gott auf seiner Seite ist. Und im Neuen Testament siegt dann endgültig in der Auferstehung Jesu das Leben über den Tod. Es gibt natürlich zumindest in dieser Welt trotzdem allem keine Garantie. Auch gerechte Sachen scheitern. Aber es lohnt sich, für diese zu kämpfen. Oft ist man erfolgreicher, als man es zu hoffen wagt. Wir können nicht immer wissen, was unser Handeln bewirken wird. Greta Thunberg wird sich auch nicht mit einem Pappschild vor das schwedische Parlament gesetzt haben, mit dem Plan, damit eine weltweite Bewegung zu starten. Wir können nur das uns Mögliche tun und hoffen, dass es ausreicht, dass das Fehlende hinzukommt, auch wenn morgen die Apokalypse ist. Dietrich Bonhoeffer, der sich wieder alle Gefahren nicht verkrochen hat, sondern gegen die Nazis aufgestanden ist
und deswegen ermordet wurde, hat es in seiner Besinnung am Silvester 1942 auf den Punkt gebracht. Es ist klüger, pessimistisch zu sein. Vergessen sind die Enttäuschungen und man steht vor den Menschen nicht blamiert da. So ist Optimismus bei den Klugen verpönt. Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten, eine Kraft, den Kopf hochzuhalten, wenn alles fehlzuschlagen scheint, eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Es gibt gewiss auch einen dummen, feigen Optimismus, der verpönt werden muss. Aber den Optimismus als Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er 100-mal irrt. Es ist die Gesundheit des Lebens, die der Kranke nicht anstecken soll. Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Versuche, Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Ich glaube, Bonhoeffer hat das radikal gelebt. Seine Hoffnung war so stark, dass er bis zu seiner Ermordung, oder dass er sie bis zu seiner Ermordung durch die Nazis aufrechterhalten hat. Ich kann nur hoffen, dass wir uns das alle zu Herzen nehmen, auch wenn unser Engagement manchmal frustrierend sein kann und die durch den Klimawandel verursachten Schäden heute schon riesig. Solange unser Kopf noch aus dem Wasser herausschaut, wollen wir weiter an einer besseren Zukunft für alle arbeiten. Danke, Georg. Hört sich erstmal für mich gar nicht so nach Hoffnung an, Georg. Aber es ist ganz viel Hoffnung da drin. Ich finde das auch ganz gut, wie du das, wie so ein Dialog formuliert hast, gefällt mir. Also dieses Einbinden von Bonhoeffers sehr starken Worten. Ich meine, er ist uns allen jetzt kein Unbekannter. Ja. Gut gemacht. Marc, möchtest du überleiten oder soll ich das übernehmen? Jetzt der gute Moment sein für Jason. Er hat uns angeboten, ein Gedicht, Brücke des Glaubens, mit uns zu teilen. Brücke des Glaubens. Nur ein Gott oder viele oder keiner. Gestern und heute und ewig. Gemeinsam in Sehnsucht gehalten im Neuen und Alten. In einem zu walten, im Glauben die Würde gestalten. Das Höchste entfalten, wir geboren zu leben, erkoren zu sorgen,
entschlossen zu handeln. Vielen Dank, Jason. Ich weiß nicht, wann du das so formuliert hast, aber es ist sehr eindrucksstark, ausdrucksstark sowieso, aber beeindruckend. Wir werden jetzt als nächstes zu einem Buch kommen, einem Buch von Pater Alt. Pater Alt ist den Christinnen und Christen auch zumeist bekannt. Ich denke, das Gespräch, das Pfarrer Thomas Zeitler aus Nürnberg mit ihm geführt hat, erklärt sich erst einmal selbst und deshalb Mats ab. Ja, hier kommt ein herzliches Grüß Gott und Hallo an alle, die bei der Brücke des Glaubens am Bildschirm sitzen gerade. Wir sind hier aus Nürnberg, die beiden, die ihr seht im Bildschirm. Wir sind auch Kollegen. Ich bin Thomas Zeitler, ich arbeite hier als evangelischer Pfarrer in Nürnberg, auch in der Studierendengemeinde. Und ich habe die Freude, mit Jörg Alt ein paar Minuten Gespräch zu führen. Ich sitze am anderen Bildschirm, mit der katholischen Hochschulgemeinde eng verbandelt. Aber du bist vor allem dafür bekannt, dass du als Sozialwissenschaftler und als politischer Aktivist in sehr vielen Themenfeldern schon Akzente gesetzt hast. Das ging los mit Fragen von Verbot von Landminen, es geht um Migrationsfragen, Regulierung von Finanzmärkten, Globalisierungsfragen. Also es gibt viele Möglichkeiten, dir schon begegnet zu sein. Und du hast gerade frisch in diesem Jahr ein Buch herausgebracht, das halte ich mal hier in die Kamera. Jörg Alt handelt, ein Appell an Christen und Kirchen, die Zukunft zu retten. Das ist eine Art von Manifest, könnte man sagen, ein starker Anschub in den Bereich der Kirchen, der Christinnen und Christen, sich einzumischen in die aktuellen Problemlagen. Handelt, das klingt sehr nach Act Now, wie es Extinction Rebellion als eine Forderung auch hat. Warum genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, dieses Buch? Du hast dir wirklich Zeit genommen, das zu schreiben, um jetzt einen Impuls in die Öffentlichkeit zu senden. Ja, ich war eben unzufrieden mit der Antwort der Regierungen und Staaten auf die Weltfinanzkrise und die Klimakrise kam hinzu. Und auch da hatte ich den Eindruck, dass nicht wirklich entschieden an Lösungen gearbeitet wird und habe überlegt, was kann man seitens der Kirchen tun, um hier Schwung in die Debatte zu bekommen. Und habe mich zunächst einmal gefragt, was sind die wichtigsten Probleme, die es heute anzugehen braucht. Also die Finanzmärkte natürlich, dann die Übernutzung natürlicher Ressourcen. Ich glaube, so dann Nummer drei, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Und viertens die Frage von Demokratie und Mitbestimmung, wo ich auch starke Defizite sehe. Und gerade in der katholischen Tradition gibt es ja die Soziallehre, die versucht, Imperative aus dem Glauben in Gesellschaftspolitik zu übersetzen. Und ich habe mich gefragt, was für Leitlinien gibt die katholische Soziallehre, um diese Probleme anzugehen. Und das war eben dann die Arbeit, die ich mir gemacht habe und aus der ist dann das Buch entstanden. Du sprichst an einer Stelle davon, dass es nicht bloß Kipppunkte im Ökosystem gibt, sondern auch Kipppunkte in der Geschichte. Du hast das Buch fertiggestellt schon vor der Corona-Krise. Würdest du sagen, wir sind jetzt noch mal ein Stück stärker an diesen Kipppunkten dran mit dem, was sich in den letzten Wochen, Monaten ergeben hat? Ist die Zeit noch mehr reif für Veränderungen? Ja, unbedingt. Das ist ja auch keine Erfindung von mir mit den Kipppunkten, sondern das ist der wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderung, von dem ich das geklaut habe. Aber genau das ist, glaube ich, das Warnsignal von Corona, dass wir merken, wie vieles einfach außer Kontrolle gerät und den Appell, Corona auch im Kontext mit genau all diesen anderen Krisen zu sehen. Denn letzten Endes ist es ja unsere Art und Weise, Wirtschaft und Gesellschaft zu organisieren, also das, was normalerweise unter dem Stichwort Neoliberalismus
gesagt wird. Und solange wir an diese Ursache von den ganz vielen Problemanzeigen gehen, die wir zurzeit haben, so lange wird sich nichts nachhaltig lösen. Wir löschen vielleicht ein Feuerchen an einem Ende und es kommt ein nächstes am anderen Ende. Wir müssen anfangen, die vielen Krisen, die wir heute haben, auf eine Ursache zurückzuführen, systemisch zu denken und versuchen, diese Krisen von der Ursache her zu lösen. Und das ist eben jetzt nicht nur gesellschaftspolitischer Aktivismus, sondern es hat natürlich auch was, und da kommen die Christen ins Spiel, etwas mit Spiritualität, Konsum, Zufriedenheit, Glück, also all den klassischen Fragen der Religion zu tun. Ja, bevor wir nochmal zu den inhaltlichen Analysen auch kommen, die du stellst, mir fiel auf, dass dieses Buch sich auch an eine sehr breite gesellschaftliche Gruppierung wendet. Es ist jetzt keine Selbstbestärkung der üblich Verdächtigen, sage ich mal, am linkspolitischen christlichen Rand, sondern du adressierst tatsächlich es auch in die Breite eines, sag mal, konservativen Christentums hinein. Habe ich das richtig gehört so? Und ist das auch eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, denke ich mal, sozusagen eine breite Koalition zu schmieden für diese Themen? Wir leben gerade in einer Situation, die eine Überlebensfrage der Menschheit werden könnte. Also die Stichworte sind ja bekannt mit Massensterben, Klimawandel, Kipppunkte. Wenn wir nicht aufpassen, dann gefährden wir das Überleben als Menschheit. Natürlich habe ich deswegen ein Buch versucht, so zu schreiben, dass jeder sich angesprochen fühlt. Und natürlich habe ich den Fokus auf den Christen, weil ich denke, Christentum hat eben nicht nur etwas mit Beten und Glauben zu tun, sondern insbesondere mit Handeln und Handeln im gesellschaftspolitischen Raum. Und da sollte sich jeder angesprochen fühlen, der sagt, ich bin ein Christ. Ich denke, an einem Punkt berührst du ja, sag mal, eine Schmerzgrenze tatsächlich auch, sag mal, klassisch konservativen Wirtschaftsverständnisses, nämlich zu sagen, also auch gerade im Blick auf die Ökologie-Thematik, unser Wirtschaftssystem braucht radikaleren Wandel, als wir uns das bisher vielleicht auch eingestehen wollen. Warum ist für dich Ökologie und Wirtschaftskritik so eng beieinander und eben nicht zu trennen? Ja, weil viele der ökologischen Probleme nicht existieren würden, wenn wir eben die Umwelt nicht übernutzen, ausbeuten würden. Es ist doch so, dass wir zurzeit konsumieren und produzieren, als ob wir mehrere Erden zur Verfügung hätten, aber wir haben nur diese eine und wir können uns keine andere herbeizaubern. Also wenn wir es nicht ganz schnell schaffen, innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften und zu konsumieren, dann fahren wir an die Wand. Und das möchte ich der jungen Generation einfach nicht zumuten. Ich möchte zumindest später sagen, ich habe es versucht. Was mir sehr auffiel, dass du zwischen diese beiden Ebenen, Veränderung der Wirtschaft oder Veränderung des persönlichen Lebensstils, ganz stark eine dritte Ebene aufmachst, nämlich die Frage, wie wir Demokratie leben oder wie Governance stattfinden kann. Vielleicht kannst du diesen Begriff nochmal auch unseren Zuschauern erklären und warum du da so einen starken Akzent drauf setzt und wo auch die Gefährdungen gerade sind. Nun, wie eingangs ja schon gesagt wurde, ich habe schon eine gewisse Erfahrung im Leiten von Kampagnen und deswegen weiß ich auch, wer in unserer Gesellschaft das Sagen hat. Und leider allzu oft sind das nicht die Parlamente und die Bürger, sondern eben einflussreiche Lobbygruppen. Und deswegen scheint mir, dass wir zunehmend in einer Oligarchie leben, wo also einflussreiche Interessengruppen bestimmen, wo es lang geht. Und nicht die breite Bevölkerung. Und ich denke, wir müssen zurück zu dem Ideal von One Man, One Woman, One Vote. Nur dann haben wir eine Chance, dass auch tatsächlich die Anliegen der Benachteiligten gehört werden. Und denn letzten Endes geht es ja auch um die Menschenwürde. Und die Würde des Menschen ist für jeden gleich und nicht zu messen an Einkommen und Vermögen. Und das durchzusetzen ist halt einfach nur dann möglich, wenn man es schafft, Öffentlichkeit und Druck zu erzeugen. Und das gelingt am besten, indem man breite Bündnisse schmiedet und diese Fragen in Öffentlichkeit trägt und natürlich auch zu demaskieren, wie normalerweise in den letzten Jahrzehnten Politik in den Hinterzimmer gemacht wird, ohne Rücksichten auf Benachteiligte und Unterdrückte zu nehmen. Ich habe natürlich mit sehr wachen Augen geguckt bei diesem Demokratie-Thema, ob du auch die Idee von Extinction Rebellion mit einer Bürgerinnenversammlung, also einem, sag mal, einer zweiten Kammer oder eines Nebenparlaments
aufnehmen würdest, dass auf seine Weise einen vielleicht lobbyfreien Lösungsvorschlag erarbeiten könnte. Hältst du davon nicht so viel oder würdest du eher lieber die regulären Wege der Demokratie stärken und erhalten, als diese neuen Experimente zu unterstützen? Ich kenne mich dazu zu wenig aus, deswegen habe ich dazu keine qualifizierte Meinung. Ich vermute mal, dass diese Bürgerinnenversammlungen im kleinen Rahmen sehr gut funktionieren. Aber worum es doch hier geht, ist auch die Makroökonomik und Makropolitik. Und da würde ich tendenziell vom Gefühl her sagen, versuche ich lieber bestehende Institutionen zu reformieren in ihrer Wirksamkeit, als hier ein Experiment mit ungewissem Ausgang zu starten, weil uns läuft die Zeit davon. Und insofern habe ich mehr Sympathie zum Beispiel für einen Vorschlag wie den von Thomas Piketty, der für die Europäische Union ein Reformpaket entwickelt, was eben mit bestehenden Gremien und Institutionen arbeitet. Aber ja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber eben aus meiner Erfahrung, auch in der Vergangenheit, in der Arbeit mit Indigenen und so, ja, solche Versammlungen funktionieren wunderbar auf der lokalen Ebene, sind aber nur bedingt tauglich in größeren regionalen, nationalen oder gar kontinentalen Rahmen. Die bestehenden Institutionen nutzen, das habe ich bei dir auch sehr gelesen, dass du mit einem großen Optimismus davon ausgehst, dass Kirchen eine wichtige Rolle spielen können in dem Prozess, der bevorsteht. Obwohl wir natürlich in unserer Selbstwahrnehmung ja oft auch unsere Schwierigkeiten sehen, unsere inneren Defizite. Was macht dich so hoffnungsfroh, dass wir als Christinnen, als Christen ein wichtiger Faktor im Wandel sein können? Also ich bin Katholik und als solcher bin ich natürlich sehr froh über den Papst, den wir gerade haben, der genau diese Themen versucht, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ja, im Prinzip müssen wir einfach nur die Impulse aufgreifen, die Papst Franziskus uns vorgibt. Ich habe vielleicht allerdings auch einen etwas weiteren Begriff von Christentum. Also für mich ist nicht unbedingt derjenige ein Christ, der getauft ist und sonntags in die Kirche geht, sondern vor allen Dingen Leute, die nach christlichen Idealen handeln. Und insofern denke ich, dass die Koalition von Christinnen und Christen oder Menschen guten Willens deutlich breiter ist und nicht auf die institutionalisierten Kirchen und Vereine beschränkt werden kann. Und ja, eben, ich glaube, wir sind mehr, als es den Anschein hat. Das Problem ist halt wirklich immer, Leute zum gemeinsamen Handeln zu ermuntern und gerade in der jetzigen Zeit, wo die Probleme dermaßen komplex und überwältigend sind, Leuten den Mut zu machen, zu sagen, Leute, es lohnt sich, ja, und wir können es schaffen. Und davon bin ich überzeugt, auch aus meinem Glauben heraus, weil aufgrund meiner Erfahrungen in politischen Kampagnen viele Durchbrüche kamen nicht, weil ich sie clever geplant habe, sondern sie kamen auf einmal auf eine Art und Weise, die ich mir nicht erschlossen habe. Und das sind dann die Momente, wo ich als gläubiger Mensch sage, da war der Heilige Geist am Werk. Ja, und ich denke auch, so war meine Wahrnehmung, gerade in dem Kapitel, wo du die Grundlagen der katholischen Soziallehre hier auch nochmal entfaltest und zum Gespräch anbietest, ist eine große Anschlussfähigkeit über die eigenen Grenzen der eigenen Kirche, Konfession, Religion hinaus. Und das ist ja auch ein Projekt, das wir mit dieser Brücke des Glaubens auch unternehmen, über diese Wertgrundlagen, die uns verbinden, ins Gespräch zu kommen, Spiritualität als Ressource zu teilen und dann eben im Veränderungsprozess auch ja, ein Faktor zu werden. Ich danke dir für die Ermutigung, die von dem Buch ausgeht, die ich hier weitergeben möchte an alle, die hier zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns bei der einen oder anderen Kampagne oder der einen oder anderen Demonstration auch hier vor Ort wiedersehen und gemeinsam das vorantreiben, ja, woran wir glauben, wofür diese Welt auch bestimmt ist. Ja, das kann schneller passieren, als man denkt. Okay, vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank für die Innenstadt. Alles gut. Das war wieder, wie wir schon jetzt kurz intern gehört haben, ein sehr reichhaltiger Beitrag. Und vielleicht ganz kurz ein nochmal, Yvonne, vielleicht, was sind deine zwei Worte, die du gerade mitgenommen hast? Und eine Einladung an alle, die das jetzt auch gerade hören, sowas. Ja,
Gesellschaftspolitischer Raum, der besteht, den sollten wir nutzen. Und dazu ermuntert ja auch Pater Alt und hat dazu auch in seinem Buch vieles geschrieben. Und dann noch, dass Herbeizaubern einer neuen Erde nicht möglich ist. Das heißt, jetzt und sofort anfangen zu handeln, bitte. Weil für mich war der Moment, als ich sagte, Durchbrüche sind überraschend. Das ist mit dem Glauben verbunden. Er hat es genannt, der Heilige Geist. Und irgendwas resonierte da, so diese Spontanität, die Gelegenheit zu nutzen. Und dass wir nicht darauf warten, etwas zu planen, sondern dass irgendwo ist es für mich im Sinne auch, wie ich Extinction Rebellion persönlich erlebe. Dass es ein Netzwerk ist, dass es nicht etwas Hierarchisches ist, sondern dass Menschen mit ihrem Herz verbunden sind. Und das ist Spiritualität und das ist Glauben. Die Arbeit an mir selbst, in Verbindung mit mir zu sein, dann weiß ich aus einer Gewissheit, was meine Aufgabe gerade ist. Und dadurch nehme ich auch den Moment anders wahr, als vielleicht die begrenzte Sichtweise eines rein konventionellen Denkens. Und diesen Moment nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu nutzen und zu handeln entsprechend. Und da gefestigt zu einem Glauben. Das können wir jetzt als Überbrückung auf nutzen, uns nochmal durch eine Musikimposition von Jonathan inspirieren zu lassen, der auf der Geige als 14-Jähriger etwas mit uns teilen möchte. Ja, danke, Jonathan. 14. Nicht schlecht mit der Geige. Also Violinspiel. War auf jeden Fall eine gute, kurze musikalische Unterbrechung zu dem vorher gehörten. Und vielleicht können wir daran anknüpfen, indem wir ein ganz wunderschönes, kurzes Gebet hören von Maayan, einer jungen Jüdin, die auch in ihrer Sprache, Hebräisch, das Gebet für uns vortragen wird. Ja, hallo alle miteinander. Ich freue mich sehr, heute mit euch zusammen sein zu können. Wirklich wunderbar bis jetzt, was wir alles so zusammengetragen haben. Ja, als ich gebeten wurde, ob ich nicht vielleicht ein kurzes Gebet sprechen könnte für die Brücke, fiel es mir, um ehrlich zu sein, am Anfang ein bisschen schwer, mich zu entscheiden, weil wir doch in unserer Religion recht viele Texte haben zum Umweltschutz oder zum guten Leben oder zum schönen Miteinander, was auch immer. Ich habe mich letztendlich für die Birkat Hashamim entschieden. Das ist der Segen der Jahre, wörtlich übersetzt. Und in diesem Gebet geht es darum, dass wir uns ein gutes, gesegnetes Jahr wünschen. Wir segnen die Erde und den Regen und hoffen auf eine volle Ernte, auf ein reichhaltiges, gutes Jahr. Und ich dachte auch vor allem in Anbetracht dessen, wie trocken die letzten Jahre auch hier in Deutschland waren, dass das ganz angebracht ist. Und ich werde es erstmal auf Deutsch vorlesen, die Übersetzung, und danach auf Hebräisch. Also, segne über uns, Hashem, unser Gott, dieses Jahr und jegliche Saat zum Guten. Gebe einen Segen über die Erde und sättige uns von deiner Fülle und segne dieses Jahr wie die besten Jahre. Gesegnet bist du, Hashem, der die Jahre segnet. Berech aleinu
Adonai Rohenu, et ha-shana azot, ve-et kol minei tvuota letova, ve-ten bracha al pnei ha-adama, ve-sab'enu mituvecha, וברך שנתנו כשנים הטובים. ברוך אתה אדוני, מברך השנים. אמן. Und einleitend jetzt mit diesem Gebet bietet Haladara uns an, uns Gedanken zu machen über eine Selbstverpflichtung. Durch die Stärke des Herzens, durch die Inspiration haben wir den Mut bekommen, vielleicht jetzt gerade mal nochmal nach innen zu schauen und in das Handeln zu gehen. Und so wie auch Bernd Bender gesagt hat, dass wir in der Ruhe den inneren Frieden daraus hören und sehen können, vielleicht, was uns wichtig ist, was unser Beitrag ist für diese Welt und für die anderen. Haladara. So, jetzt bin ich zu hören. Ja? Okay. Herzlichen Dank für die Einladung. Und bevor ich zu der Selbstverpflichtung komme, würde ich ein bisschen noch ausholen und so ein paar Eindrücke geben aus der Welt oder überhaupt aus der Tiefe des Hinduismus. Denn für Hindu ist die Natur oder ist halt auch das Klima nicht nur ein Nebeneffekt, sondern ein ganz innerer Teil überhaupt des Lebens. Einer der ältesten Schriften sagt Vasudeva Kudumbakam, die ganze Welt ist eine Familie. Das hört sich unheimlich gut an und es geht dann auch gleich weiter, also mit ganz eindrucksvollen Sätzen, wie zum Beispiel Mata Bhumi Putro Aham. Eigentlich eine ganz starke Aussage. Mata Bhumi, das heißt, die Erde ist meine Mutter und ich bin ihr Kind. Und so aus diesem Kontext heraus ist eigentlich die Spiritualität der Hindus ganz tief verbunden mit allen Naturelementen. Eigentlich ist das überhaupt eine systemische Sicht. Also man kann nicht trennen, man kann nicht eine Seite bevorzugen. Auch Spiritualität ist nicht eine Ressource, sondern sie ist sozusagen wie das Rückenmark eigentlich eines guten und gesunden Lebens. Es gibt ein schönes Sprichwort, was mir ungeheuer nahe ist, was eigentlich auch dieses Verständnis zeigt. Und zwar, dass ein Baum, der fällt, der gefällt wird, der verursacht mehr Lärm, mehr Krach als ein ganzer Wald, der wächst. Und das Wachsen des Waldes in der Stille, im Kleinen, das ist kaum wahrnehmbar, aber das ist im Grunde genommen genau das, was gerade was wir hier machen, was da stattfindet. Und ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich habe jetzt kein Feedback gehört. Ist das okay alles? Ja? Aha, okay, gut. Das war das erste Feedback, denn ich habe bisher noch gar nichts mitbekommen. Und da wir überhaupt am Internet sitzen, muss ich euch was ganz Spannendes erzählen. Und zwar, es gibt das Netz des Indra. Indra ist eine Gottheit, ein Deva. Er wird in den alten Veden beschrieben. Und er hat ein Netz ausgespannt durch das gesamte Universum. Und mit diesem Netz wollte er ja negative Kräfte, lebensstörende Einflüsse von der Erde, überhaupt von allen Wesenheiten fernhalten. Und die Beschreibung dieses Netzes ist ganz spannend. Also das schließt sozusagen das Universum ein und in all den Knotenpunkten. Immer da, wo der Knoten des Netzes ist, ist eigentlich ein Edelstein. Und der ist so geschliffen, dass man, wenn man in diesen einen Edelstein hineinschaut, kann man alle anderen sehen. Das heißt, die Allverbundenheit wird dadurch symbolisiert. Und das Intranet und das Internet ist ja auch phonetisch ganz schön nah. Und ich finde das ganz spannend. Und ich habe heute sehr aufmerksam zugehört die ganze Zeit. Wir haben so viele wichtige Sachen gehört, eben ein Muslim ist auch ein Umweltschützer oder ein Mitweltschützer, würde ich eher sagen. Und wir haben das alle, überall. Und doch leben wir in der Welt so, wie sie ist.
Und das ist eigentlich auch erstaunlich. Warum ist das eigentlich so? Oder anders gesagt, was würde passieren, wenn wir morgen die ideale Welt hätten, so wie wir sie uns jetzt wünschen? Würde die so bleiben oder wie lange würde es dauern, dass wir wieder in der gleichen Situation wären? Und was sind eigentlich die Faktoren, die das bestimmen? Wo liegen die? Und ich finde ganz wichtig auch, also sozusagen die Füße auf dem Boden zu haben, also auch sich in der Gesellschaft einzusetzen. Denn wir merken das ja die ganze Zeit, wir alle, aus welcher Richtung wir auch immer kommen. Wir haben eine Luft, ein Wasser, also ein Klima. Und das macht uns überhaupt alle gleich. Und das nimmt auch all die Unterschiede weg. Und ich glaube, das ist die überhaupt das, worauf jede Religion hinweist. Also der Hinduismus hat eigentlich diesen großen Rahmen, der sich selber in seinem Kern, Hinduismus ist ja eigentlich auch ein geborgter Begriff, der sich selber eigentlich als etwas Immerwährendes bezeichnet. Und dieses Immerwährende eigentlich ist, glaube ich, das, was uns überhaupt verbindet und was uns tatsächlich auch gemeinsam als Familie auszeichnet. Denn Familie ist Familie. Das spielt überhaupt nicht eine Rolle, weder das Geschlecht noch irgendwelche anderen Besonderheiten, sondern das ist eine tiefe Verbindung. Aber die muss man fühlen. Mich hat ein Satz aus der Bhagavad Gita besonders berührt, weil der hat eigentlich schon fast eine psychologische Bedeutsamkeit. Und zwar sagt er, wer all das Glück und das Leid aller Wesen fühlt, als wäre es sein eigenes Glück und Leid, der ist der größte Yogi. Also fühlen ist wichtig. Und all diese kognitiven Dinge, also auch zu begreifen, die Zahlen zu lesen, von denen wir ja immer wieder hören, das ist das eine. Aber das auch zu fühlen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das kommt aus meiner Sicht sehr zu kurz. Das Sanskrit nennt die Natur Prakriti, also die Mutter Natur, Prakriti, das ist weiblich. Das ist eigentlich ein ganz zärtliches Wort. Und das auch wieder zu sehen, aber nicht nur als eine Projektion, also des Ausagierens, sondern tatsächlich das zu fühlen, das bringt mich dann zu der Idee, die ich hatte, also als ein Test, als eine Übung, als eine Achtsamkeitsübung, die jeder von euch, wenn er es möchte, mal tun könnte. Wir haben heute den 12., also würde ich sagen 12 Tage. Seid doch mal aufmerksam, sehr achtsam beim Essen. Was ihr esst, kaut es ganz in Ruhe, schmeckt es in Ruhe und versucht mal herauszuschmecken bei jeder Mahlzeit, wo das, was ihr esst, wo kommt es her? Wie mag das gewachsen sein? Ihr wisst ja beim Einkaufen, aus welcher Quelle das kommt. Oder versucht es zu schmecken, versucht euch mal damit zu verbinden. Ist das, was ihr esst, glücklich gewachsen oder ist es unter Stress gewachsen? Ist es mit einer Liebe, mit einem Namen gewachsen oder einfach als eine Nummer, als ein großes Produkt? Und ganz egal, was irgendwo auf einer Verpackung steht, versucht euch selber davon mal ein fühlendes Bild zu machen und euch mit dem, was ihr esst, zu verbinden. Denn wir sind das, was wir essen. Und Hindus leben vegetarisch, aber das alleine ist für Hindus nicht alles, sondern vor jedem Essen nimmt man das von dem, was man gekocht hat und bringt das auf einem ganz kleinen Tellerchen einfach in seinem Hausaltar oder welchen Altar man auch immer zur Verfügung hat. Und wenn man keinen hat, dann ist das Herz sowieso der wichtigste Altar und stellt es hin und bedankt sich dafür. Einfach, das ist nicht selbstverständlich. Ja, und das wäre meine Bitte. Also kostet mal, schmeckt euch mal hinein in das, was ihr täglich esst und versucht mal herauszufinden, was esse ich da, wo kommt es her? Der Ernährungsreport, der vor ein paar Tagen wahrscheinlich untergegangen ist in den ganzen sozialen und politischen Veränderungen und auch Schocks, die da gekommen sind, ist vielleicht untergegangen. Und zwar, der hat gezeigt, dass 10% mehr Menschen im Vergleich zu den letzten 5 Jahren wesentlich weniger Fleisch essen, aber eine noch höhere Prozentzahl, und das hat mich echt überrascht, noch eine höhere Prozentzahl hat gesagt, und was wir überhaupt essen, wollen wir regional haben. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Signal, dass ein Denken da ist, ich möchte das aus meiner Region haben. Und deswegen halte ich von solchen Treffen unheimlich viel, die im Kleinen stattfinden. So, das ist so eine Art
ja, Homöopathie eigentlich, dessen, was wir hier betreiben. Das ist eine, also prozentual sind wir ja ganz, ganz wenig, aber das, was hier wächst, das, was da sich aufbaut, das bekommt eine Kraft und dann strahlt es nach außen. Also das ist überhaupt auch der wichtige Weg. Erstmal braucht es, glaube ich, diese Sicherheit des Bodens, auf dem wir leben. Und danach kommt dann auch die Erleuchtung. Das war's von meiner Seite. Ja, und wir lassen es sacken. Wie ein Essen, wir verdauen gerade. Oh, super. Ja. Weil Worte können wir im Kopf lassen, wir können sie ins Herz sacken lassen. Genau, und so waren sie auch gedacht. Das ist ja auch ein großer Test. Wir können uns jetzt nicht sehen, nicht irgendwie anfassen und nicht spüren und die Atmosphäre des Raums wahrnehmen. Das heißt, noch achtsamer zu sprechen, um uns tatsächlich auch zu berühren. Und das Gefühl zu haben, ja, also für mich ist das ja ganz einfach. Im Zoom ist das Om schon drin, also ich fühle mich dann auch zu Hause. Aber das ist ein großer Test, obwohl ich sagen muss, ich würde mich freuen beim nächsten Mal, wenn wir dann alle uns zusammentreffen. Und dann würden wir auch gerne noch einen Schritt jetzt weitergehen, eigentlich in den offenen Raum. Und ich möchte nochmal Yvonne, wir beide haben ja die Moderation hier geschenkt bekommen, dass wir die Möglichkeit haben, durch das Programm durchzuführen. Und wir beide haben uns entschieden, uns eigentlich auch einzubinden zum Schluss. Wir werden noch zwei kleine Beiträge haben und die wir so stehen lassen möchten. Und wir möchten nochmal sagen, dass hier die Brücke des Glaubens als Beitrag der Extinction Rebellion und des Klimafestivals jetzt zum ersten Mal zu seinem Ende kommt. Wir bedanken uns für das Interesse und ich möchte gerne eigentlich den Abschluss jetzt an Yvonne auch weitergeben und mich bedanken für die schöne Vorbereitung und für das ganze Team von so hinlebensvollen Menschen, die das alles hier vorbereitet haben, ermöglicht haben. Und möchte die letzten Worte Yvonne stellvertretend geben, weil du gehörst mit zu den Organisatoren. Und du hast viel daran beigetragen und mach dein Mikro nur zwischendurch mal. Viel dazu beigetragen. Und ich habe im Vorgespräch von dir noch gehört, dass du überrascht warst, mit der Moderation betraut zu sein. Ich habe zu dir gesagt, das ist für mich die beste Motivation, es in die Welt rauszutragen, vollkommen selbstlos und überrascht zu sein, dann das Geschenk zu bekommen, es zu begleiten. Und vorne hingestellt zu werden, dass die Menschen dir vertrauen, das Gesicht zu sein für die Initiative. Und deswegen für dich die letzten Worte, bevor wir dann zu Wilfried und Manuela kommen, die uns ausgleiten aus diesem Tag. Vielen, vielen Dank, Marc, auch für den Beitrag von dir. Davor, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, also tut mir leid. Ich bin auf jeden Fall ganz überwältigt, nicht nur von den Worten, die Marc jetzt an uns gerichtet hat, sondern möchte mich bei allen, die irgendwie dazu beigetragen haben, dass das jetzt auch virtuell heute tatsächlich stattgefunden hat und noch weiterhin stattfinden wird, bedanken. Ich hätte das Anfang Mitte Januar nicht gedacht, dass das überhaupt mal zu einer virtuellen Brücke kommen muss. Und freue mich umso mehr, dass das heute eine ganz außergewöhnliche, besondere Veranstaltung war, die meines Erachtens ein neues Format ist vielleicht auch, das für Extinction Rebellion oder auch andere For Future Bewegungen, die sich in der Klimagerechtigkeitsbewegung wohl und zu Hause fühlen und für diese Erde einsetzen, als ein Beispiel vielleicht gelten kann. Mir bleibt nicht viel zu sagen, als die letzten Beiträge kurz vorzustellen und dann würde ich einfach uns alle in den Abend durch diese zwei Beiträge geleiten. Wir hören als erstes den Liebesbrief an die Erde von Wilfried und daran anschließt sich dann Manuelas liebende Güte-Meditation an. Und wenn wir da die Ruhe finden, und dann so alle gemeinsam in dem Bewusstsein, dass wir alle zusammen diese Zeit
verbracht haben, diese 2 Stunden verbracht haben, dann glaube ich, sind wir auch alle mit der Erde verbunden. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend noch. Namaste. Ich grüße das Göttliche, das Gute in dir. Es ist eine buddhistische Begrüßung, die auch heute sehr gut geeignet ist in Corona-Zeiten, auch mit Abstand herzlich zu bleiben. Ich finde es natürlich sehr schön, dass ich jetzt folgend auf den vorherigen Beitrag, der ja deutlich auch aus Asien kam, jetzt mit einem Liebesbrief an die Erde von Thich Nhat Hanh, der ja auch im Zentrum seines Denkens das Intersein immer betont. Intersein heißt, dass wir doch alle miteinander verbunden sind und deswegen natürlich auch mit der Erde, aber eben nicht nur mit der Erde, sondern eben mit Mutter Erde. Das ist doch ein erheblicher Unterschied. Dieser Brief heißt: Kannst du auf uns zählen? Liebe Mutter Erde, die menschliche Gattung ist nur eines deiner vielen Kinder. Unglücklicherweise sind viele von uns durch Gier, Stolz und Unwissenheit verblendet. Und nur wenige sind fähig gewesen, dich als unsere Mutter zu erkennen. Da uns dies nicht klar war, haben wir dir ein großes Leid angetan. Und sowohl deine Gesundheit als auch deine Schönheit wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Unser verblendeter Geist treibt uns dazu, dich auszubeuten und mehr Zwietracht zu schaffen, wodurch wir dich und alle deine Lebensformen belasten. Wenn wir tief schauen, erkennen wir, dass du genügend Geduld, Langmut und Kraft besitzt, den ganzen von uns verursachten Schaden zu umarmen, Millionen Jahre kostet. Wenn Gier und Stolz unsere grundlegenden Überlebensbedürfnisse in den Hintergrund drängen, ist die Folge stets Gewalt und unnötige Verwüstung. Wir wissen, dass es große Verluste und Schäden gibt und das Leben anderer Gattungen gefährdet wird, wann immer sich eine zu schnell entwickelt und dabei ihre natürlichen Grenzen überschreitet. Damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, entstehen natürlicherweise Ursachen und Bedingungen, um die Zerstörung und Vernichtung dieser Gattung zu bewirken. Oft werden diese Ursachen und Bedingungen von der zerstörerischen Gattung selbst hervorgebracht. Wir haben gelernt, dass wir gegen uns selbst gewalttätig sind, wenn wir gegeneinander und gegen andere Gattungen Gewalt ausüben. Wenn wir wissen, wie wir alle Wesen schützen können, schützen wir uns selbst. Wir verstehen, dass alle Dinge unbeständig und ohne ein abgetrenntes, eigenständiges Selbst sind. Du und Vater Sonne, ihr verändert euch, wie auch alles andere im Kosmos, unablässig. Und ihr besteht aus lauter Nicht-Ihr-Elementen. Daher wissen wir, dass ihr in der letztendlichen Dimension Geburt und Tod, Sein und Nichtsein transzendiert. Dennoch müssen wir dich schützen und das Gleichgewicht wiederherstellen, sodass du für lange Zeit in dieser wunderschönen und kostbaren Form fortbestehen kannst. Nicht nur für uns und unsere Kinder, sondern Millionen Jahre lang und darüber hinaus. Wir wollen dich schützen, sodass du für weitere Äonen ein herrliches Juwel in unserem Sonnensystem bleiben kannst. Wir wissen, dass du uns auf eine Weise leben sehen willst, in der wir in jedem Augenblick unseres Alltags das Leben wertschätzen und die Kräfte der Achtsamkeit, des Friedens, der Festigkeit, des Mitgefühls und der Liebe erzeugen. Wir geloben, deinen Wunsch zu erfüllen und deine Liebe zu erwidern. Wir sind der tiefen Überzeugung, dass wir, indem wir diese heilsamen Kräfte erzeugen, das Leiden auf der Erde zu verringern helfen und dazu beitragen, das Leid, das durch Gewalt, Krieg, Hunger und Krankheit hervorgerufen wird, zu lindern. Indem wir unser Leiden lindern, lindern wir auch das Deine. Liebe Mutter, es hat Zeiten gegeben, in denen wir aufgrund von Naturkatastrophen sehr gelitten haben. Wir wissen, dass du, wann immer wir leiden, durch uns leidest. Die Überschwemmungen, Wirbelstürme, Erdbeben und Tsunamis sind keine Strafen oder Ausdruck deiner Welt, deiner Wut, sondern Phänomene, die gelegentlich stattfinden müssen.
damit die Balance wiederhergestellt wird. Auch einige Tierarten müssen zuweilen Verluste ertragen, damit ein natürliches Gleichgewicht erreicht werden kann. In diesen Momenten haben wir uns an dich, liebe Mutter, gewandt und dich gefragt, ob wir auf dich, deine Stabilität und dein Mitgefühl zählen können. Du hast uns nicht sofort geantwortet. Dann hast du uns voller Mitgefühl anschauend gesagt, ja, sicher könnt ihr auf eure Mutter zählen. Ich werde immer für euch da sein. Doch dann fügtest du hinzu, liebe Kinder, ihr müsst euch selbst fragen, kann eure Mutter auf euch zählen? Liebe Mutter, heute bringen wir dir unsere feierliche Antwort dar. Ja, Mutter, du kannst auf uns zählen. Auch ich begrüße euch ganz herzlich heute Abend. Es sind schon sehr viele schöne Beiträge gekommen, sehr viele Worte gesagt worden. Und ich möchte euch jetzt nochmal zu einer Meditation einladen zum Abschluss, in der wir dem auch nochmal nachspüren können, was alles gesagt wurde. In einem Moment in die Stille gehen können. Und ich werde zu dieser Meditation mit einem Klang der Glocke einladen und möchte uns nochmal so in die Verbundenheit mit der Erde führen, Verbundenheit mit allem um uns herum, mit dem Intersein, wie Thich Nhat Hanh das nennt, der auch mein Lehrer ist. Denn nur wenn wir in dieses Gefühl von Intersein kommen, dass alles miteinander verwoben ist, und dass wir keine getrennten Wesen sind, dann können wir auch ja unser Mitgefühl, unsere Liebe entwickeln, erweitern und damit dann auch ins Handeln kommen. Ich lade dich ein, einfach erstmal zu spüren, in dich hineinzuspüren, deinen Körper zu spüren, so vom Kopf bis zu den Füßen. Wie sitze ich jetzt gerade da? Wie fühle ich mich gerade? Vielleicht auch ein bisschen müde, vielleicht ist der Kopf ein bisschen voll. Und ich lade dich ein, dass du dir deines Atems bewusst wirst und wahrnimmst, wie der Atem in dich hinein und hinausströmt. Und allein vielleicht dadurch, dass du dir Zeit nimmst für einige Atemzüge und ganz bei deinem Atem bist, allein damit kannst du dich nochmal wieder etwas erfrischen auch. Ganz in den gegenwärtigen Moment kommen, ins Hier und Jetzt. Und wenn du sitzt, vielleicht auf einem Stuhl, dann nimm den Kontakt deiner Füße mit dem Boden wahr. Den Kontakt der Fußsohlen mit dem Boden. Und spür die Erde unter dir. Die Erde, die dich trägt. Die Erde, die dich nährt. Die dich erhält.
Und auch du erhältst diese Erde. Alles, was du zum Leben brauchst an Substanz, erhältst du von der Erde. Und alles, was du nicht mehr brauchst, gibst du an die Erde zurück. Und so ist die Erde ein Teil von dir. Und du bist ein Teil von der Erde. Vielleicht kannst du diese Verbundenheit spüren und dich ganz der Erde anvertrauen. Egal, wie es dir gerade gehen mag, die Erde bleibt immer gleich stabil für dich, kann dir Stabilität geben. Und genauso kannst du dich auch mit der Luft um dich herum verbinden. Allein indem du deinen Atem wahrnimmst und spürst, wie du ein- und ausatmest. Die Luft ist immer da, der Sauerstoff, den die Bäume produzieren für dich, damit du leben kannst, atmen kannst. Mit jedem Einatmen nimmst du frischen Sauerstoff auf. Und mit jedem Ausatmen gibst du verbrauchte Luft, das Kohlendioxid ab, was die Pflanzen wieder aufnehmen. Und so bist du auch hier ganz verwoben mit allen Pflanzen, allen Bäumen. Ohne die Bäume hättest du keine Luft zum Atmen. Spür auch diese Verbundenheit. Und dann lade ich dich ein, deinen Herzraum wahrzunehmen, so dein Gewahrsein mal in den Herzraum zu bringen. Manchmal ist es ganz hilfreich, eine Hand oder beide Hände auch aufs Herz zu legen dabei, um das zu spüren. Dann bemerkst du vielleicht auch den Herzschlag. Und dann lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen für diese Übung von Verbundenheit, von Liebe und liebende Güte auszusenden in die Welt, weil wir damit auch ein heilendes Energiefeld schaffen können, gerade auch kollektiv. Wir können das ganz alleine machen jeden Tag, aber wenn wir das gemeinsam tun, dann erzeugen wir da nochmal eine viel größere Energie. Und wenn es dir vielleicht schwerfällt im Moment, so ein Gefühl dafür zu bekommen, dann kannst du vielleicht dir ein Bild visualisieren, irgendetwas, was in dir liebende Güte, Mitgefühl hervorruft. Das kann zum Beispiel sein, wenn du ein Neugeborenes im Arm hältst. Oder vielleicht ein kleines Tierwelpen, ein Hundebaby, ein Katzenbaby. Dieses Gefühl in dir aufsteigen lassen und dem Raum geben. Was wir und die Erde brauchen, ist Liebe und Mitgefühl. Und jedes Wesen auf der Welt hat ein Herz. Und in jedem Herzen gibt es einen Raum, der nur aus purer Liebe besteht, bei uns allen.
Und mit diesem Raum von Liebe können wir uns immer und jederzeit verbinden. Und dann können wir liebevolle Güte in Form von Wünschen und Energien an die Erde und an alle Wesen schicken. Und ich werde einige Sätze als Beispiel geben, aber vielleicht habt ihr auch ganz eigene Formulierungen für euch, was ihr der Erde und allen Wesen wünscht. Und dann nehmt einfach diese mit in die Stille hinein, die dann noch folgt. Mögen alle Wesen und unsere Erde in Sicherheit und Frieden sein. Mögen alle Wesen und unsere Erde Heilung erfahren und gesund sein. Mögen wir alle das Intersein, die Verbundenheit allen Lebens erkennen und unser Mitgefühl und unsere Liebe so erweitern, dass wir handeln können, um Mutter Erde zu beschützen. Mögen alle Wesen und unsere Erde glücklich sein.